Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe, in der ich dir benötigte Kenntnisse zu einer Textverarbeitung, hier eben Word 2016, vermitteln möchte, die du brauchen kannst, wenn du eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine Diplomarbeit oder eine Seminararbeit schreibst. In diesem zweiten Video geht es darum, wie kann ich feststellen, wie viele Zeichen ich in meinem Dokument habe und da auch bestimmte dann Bereiche ausnehmen kann. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Also wenn ich hier zum Beispiel in der Registerkarte Start bin, kann ich hier auf Überprüfen gehen und habe hier dann die Möglichkeit, Wörter zählen zu verwenden. Ich klicke jetzt hier mit der linken Maustaste drauf und schon wird mir hier die Anzahl der Wörter angezeigt. Das wären hier die Anzahl der Wörter im gesamten Dokument. Das heißt hier in dieser ganzen Datei, ich schließe das jetzt hier wieder. Wenn ich jetzt nur bestimmte Bereiche mir herausnehmen möchte, dann markiere ich das jetzt hier zum Beispiel, gehe wieder hinein dann bei dem Bereich Wörter zählen und hier wird mir dementsprechend weniger angezählt. Ich könnte zum Beispiel Textfehler, Fußnoten, Endnoten herausnehmen. Dann würden wieder weniger gezählt werden. Ich habe eine Fußnote in meinem Text drin, auf die werde ich dann später eingehen. Ich kann aber auch verschiedene Bereiche auswählen. Das heißt, ich markiere jetzt hier bei gedrückter linker Maustaste einen Text. Dann lasse ich ein bisschen Abstand und dann drücke ich die Steuerungstaste, markiere einen weiteren Bereich. Das heißt, ich kann ganz gezielt bestimmte Bereiche ausnehmen. Jetzt drücke ich wieder die Steuerungstaste, gehe dann wieder hierher. Und es wäre mir dann hier die Anzahl, in dem Fall an der Seiten, ich bin hier nur auf einer Seite, der Wörter, der Zeichen, mit und ohne Leerzeichen, Absätze und so weiter angezeigt. Das heißt, mit der Steuerungstaste kann ich auch einzelne Bereiche auswählen und damit dann also auch Bereiche dann nicht auswählen, wie zum Beispiel das Vorwort, das Inhalts- und das Literaturverzeichnis. Ich hoffe, dir mit diesem Video geholfen zu haben.